Mist. Wie lange war ich weg? Ich glaube, so lange, dass alle da sind. Shit. Ist auch nix. Hier ist nix. Das nehmen wir ja noch mal mit. Haben wir hier noch Schönes? Liste von Hinrichtungen. Gefängnis von Lost Heaven, Central Island. Liste von Hinrichtungen. 29. April 21, Joe Roberts, Holbrook, Mord. 23. April 1921, Simon Donlan, Holbrook, Mord. 3. Mai 1921, Giovanni Bianchi, Little Italy, Raub und Mord. 5. Mai 1921, P. Ritchie, North Park, Mord. 10. Mai 1921, Harold Smith, Holbrook, Mord. 11. Mai 1921, Rufus Simmons, Holbrook, Mord. Der Schuss kam von hier oben! Boss meinte, er wurde vor Ort für tot erklärt. Okay. Ich brauche nochmal Heilung. Okay. Muss ich erst noch wieder aufmachen, wa? Frage ist, wo ist das? Jetzt hier jedes Zimmer abgehen, um zu gucken, es sind doch eigentlich Gefängnisse, oder nicht? Also, Zellen. Ah.
Ach, guck mal, direkt daneben, Alter. Ich bin aber auch ein Ochse. Nehmt alle fest, die ihr seht. Die Polizei. Es ist die Polizei. Die ganze Aktion wird wie ein Kartenhaus zusammenfallen. Chef meinte, wir sollten hier vorsichtig sein. Hat besorgt geklungen. Woher sollte ich wissen, dass sie Geburtstag hat? Ich muss trotzdem zur Arbeit. Genau, lauf weg, Jungs. Naja, gut, das ist wieder die Notiz wegen der Räumung. Nehme ich das schon? Ja, volle Energie ist volle Energie, ne? Doch, das habe ich vor. Schießen die denn, dass sie mich da treffen? Soll nicht.
Woher weiß er das? Zu ihm vor! Na, vielleicht nehmen wir mal die Schrotflinte mit. Ich sehe dich. Okay, holen wir uns mal eben Munition. Ja, geht mal alle rein. Bevor es eskaliert, Jungs. Boah. Alter, was war denn das jetzt? Ja, natürlich bin ich verletzt. Aber auch kaum noch. Also ja gut, Reifen ist auch noch kaputt. Das wird nix. Ja. Ich wollte gerade sagen, erschieß mich doch einfach einmal. Oh Mann, mal gucken, wo der letzte Kontrollpunkt ist. Das Fahrzeug war eben nicht mehr zu handeln, ey. Das ging gar nicht. Wir haben eine Straßensperre errichtet. Sollte ihn aufhalten. Kann ich auch ein Polizeiauto nehmen? Nö. Nur diese Karre. Würdest du da jetzt mal bitte... Boah, Idiot. Ja, der ist auch gleich wieder tot. Ah. Was ein Blödsinn, ey. Naja. Straßensperre platziert, ich bestätige. So, jetzt aber ein bisschen schneller. So, mal sehen. Also zu scharfe Kurven machen wir nicht. Die sind zu dicht dran, die Jungs.
Wir knüppeln einfach mal bei denen vorbei. In der Hoffnung, dass sie das ein bisschen aufhält, weil... Ey, ich hab schon wieder einen kaputten Reifen. Was soll denn das? Das wird doch wieder nix, ey. Mit Was ist das für eine scheiß Karre? Toll. Was zum Abhängen wäre da unten gewesen? Ja. Weiß nicht, ob ich gleich aufgeben sollte. Mit zwei kaputten Reifen. Dann machen wir es so, in der Hoffnung, dass das klappt. Er wurde gesichtet. Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Wir finden ihn. Achtung! Was ist Sonne, Mann? Shit, hier komme ich nicht durch. Einheiten haben ihn gesehen. Nehmen die Verfolgung auf. Und diese Karre fährt auch schon wieder. Das wird nix, ey. Probieren wir das nochmal, ne? Wenn wir hier hochkommen mit kaputten Reifen. Ich muss nachladen. Alle Wagen, alle Kollegen, bitte vor Ort zusammenfinden. Fuck. Okay, der hat gesessen. Meine Karre fährt auch nicht mehr. Er ist jetzt zu Fuß, versucht zu fliehen. Wer ist er denn? Das wird nix. Er ist in einem Wagen, so schnell wie möglich festnehmen. Boah.
Ah! Kollegen melden, dass er jetzt in Holbrook ist. Alter, was macht ihr denn immer mit der Karre? Ja, das glaube ich euch, ey. Gerade wenn ihr mir die Autos immer so zerknüppelt. Denn jetzt gesehen, Alter, wer? Es fahren ja auch keine Autos, ne? Kollegen Holbrook, wir haben ihn aus den Augen verloren. Weiter patrouillieren. Alter. Sehr schön. Hat ein bisschen gedauert. Aber die wussten, was sie tun, ne? Die haben anscheinend immer gleich, weiß ich nicht, auf den Motor geschossen oder so. Immer gleich auf die Reifen. Die wollten nicht... dass ich wegkomme. Dafür haben sie jetzt zwar ziemlich schnell aufgegeben. Aber da bin ich auch ganz froh drüber. Mann, Mann, Mann. Oh. Das war gar nicht mal so einfach. Hey, das gehört dir nicht. Das weiß ich. das ist mein Zuhause. Schick. Irgendwie habe ich hier ein komisches Geräusch. Geht auch nicht weg. Hast du das von Turnbull gehört? Ja, Turnbull war total korrupt. In der Zeitung steht, man wird sich an seinen Kampf für den 19. Artikel erinnern. Er hat seine Karriere dafür riskiert. Welcher ist das nochmal? Frauenwahlrecht, du Idiot. Dank ihm darf ich wählen, Tom. Genau wie seine Frau und seine 6 Töchter. Scheint, als hätte jeder 2 Seiten. Scheint so. Ich muss jetzt los. Tom, tu nichts, wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst, okay? Dafür ist es zu spät. Es ist nie zu spät. Herrliche Aussicht. Ja, Kapitel abgeschlossen, Wahlkampf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne!